Jo Leute, herzlich willkommen zurück bei Far Cry 3. So, ich habe jetzt hier noch ein bisschen gelootet, also quasi die Diamanten und so. Und wir müssen jetzt, schauen wir auf der Map, wir müssen jetzt Donner. Machen wir als erstes den Funkturm, aber wir gehen vorher nochmal kurz zum Shop, weil wir haben jetzt ca. 800 Dollar. Schauen wir, was wir uns waffenmäßig noch kaufen können. Und dann schauen wir auch, was wir noch brauchen für Waffengürtel. Was wir da als nächstes. Dass wir drei Waffen bei uns tragen können. Ein Sniper wäre nur ganz nett. Also wir kaufen uns auf jeden Fall jetzt noch den Schalldämpfer für. Der kostet 400. Und dann erweitert das Magazin für. Ich glaube, so Sturmgewehre. Die haben wir hier. Für die kaufen wir jetzt noch das erweiterte Magazin. So. Okay. Ohne Warte dich mal, kann wir ich nicht. können auch noch Stuff verkaufen. Ja, Schnellverkauf. Haben wir einiges. Oh, haben wir wieder Schön 600 abgelegt. Dollar. Munition müssen wir noch nachfüllen. Das machen wir. Wie sieht's denn auf? Da ist schon eins verfügbar. Das, was wir umsonst haben können. Keine Aussätze für diese Waffe verfügbar. Nee, ohne Schalldämpfer Davon bestellen. will ich Und die glaub nicht. mir, die haben genau die Ausrüstung, die du So, dann schauen wir brauchst. mal noch geschwind, was brauchen wir denn bei der Herstellung für nochmal Waffengurt, robuster Waffengurt, Hirschfell. Kommen wir da am Hirschgebiet vorbei, wenn wir jetzt da noch gehen? Wo sind denn die Hirsche? Oh, die sind ganz da oben. Scheiße. Das ist scheiße. So, noch keine Hirsche mehr. Nein. Oh. Schau doch mal. Das sind normale Schweine. Das ist ein Keiler. Der da vorne nur so. Da müssen wir da mal noch ein paar Schweine töten. In dem Gebiet. Ja, nichtsdestotrotz, Leute. Holen wir uns noch einmal hin. Eh noch kein Dings. Schauen wir mal, was wir da für eine Waffe freischalten. Jo. Dann düsen wir da mal noch. Ein Affe. Mit dem Power Golf. Ab geht's. Ja, grüne Blätter. Sollte man auch mal wieder sammeln. Machen wir auch. Haben wir Spritze herstellen können. Weil wer weiß, was uns da wieder erwartet. Man muss sie nur finden, gell? Da ist sie doch. Beim Looten gerade eben bin ich auch noch von einem bengalischen Tiger angegriffen worden. Stellen wir gleich her, die Spritze. Die benutzen wir gleich. Oh, warte mal, wir haben Fähigkeiten. Oh, zwei Fähigkeitenpunkte zum Verteilen. So, wir haben das da, eine ruhige Hand. Hey, ich würde lieber gerne ein bisschen auf verbesserte Erste Hilfe. Wenn du keine halte Q, um mit Erste Hilfe zwei Gesundheitsfelder zu heilen. Oh, das ist auch nicht schlecht. Adrenalin war mal ein Takedown. Ja, den gleichen finden Schaden mit Evos, das haben wir ja schon. Ja, Eisenflanke. Du verringerst den Schaden, den du durch Explosion erleidest, um 50%. Ich weiß jetzt auch nicht so genau, oder Hanna? Hergestellte Spritzen bringen 25% Takedown von oben. Ey, das brauchen wir noch nicht, solange wir noch kein Sniper hin. Schieße eh nicht so viel auf Entfernung. Was ist das? Takedown und Verstecken. Du kannst gleich in deinen Gegner nach dem Standard. Ja. Das brauchen wir auf jeden Fall. F, halte danach S, um dein Opfer fortzuschleifen. Also F und mit S tragen wir es dann weg. Grüner Daumen, du erntest doppelt so viele Gegenstände von Pflanzen. Ja, das ist auch ganz geil. Das hätte man davor machen können. Dann hätten wir jetzt mehr Spritzer. Ab geht's mit dem Golf. Ignoriert, eiskalt ignoriert.
Hopsala. Oh, da kommt wieder was auf uns zu. Oh, nochmal. Hier ist schon mal was los. Ich komme wieder rüber. Fuck. Gar nicht. Ich muss zurück. Ich muss da hoch. Ich muss von da oben lang. Scheiße. Wir müssen fighten. Leute, wir müssen fighten. Leg den Bastard um! Leiche plündern bringt's irgendwie gar nicht. Es bringen nur die Kiste irgendwie was. Wir kommen von Osten rein. So, da sind wir richtig. Glaube ich. Glaubte ich. Auch ein Boot. Da drüber gibt es bestimmt ein Boot, da schwimmen wir jetzt nicht mehr. Und jetzt schwimmen wir mal komplett nicht mehr. Kein Boot in dem Saftlader. So, das Holzboot kann ich jetzt nicht nehmen. Nein, schade. Scheiße. Ja, schwimmen wir halt über. Der geht eh übelst ab beim Schwimmen. Der schwimmt ja schneller wie noch fährt. Der springt schon so auf dem Wasser so schnell zu mir. Natürlich. Hallo? Dr. Earnhardt? Hey, Daisy hier. Ich habe mir sein Handy ausgeliehen. Wie läuft die Suche? Ich komme voran. Wie geht's dir? Gut. Der Doktor hat mich in eine Höhle unter dem Haus gebracht. Ist sicherer, weil die Piraten die ganze Zeit bei ihm einkaufen. Aber hör mal, ich habe da unten was gefunden. Das musst du dir ansehen. Okay, wir treffen uns später dort. Ich kann... Hoffentlich mit unseren Freunden. Gut, bis dann. Ich kann den Turm nicht freischalten. Ich muss in das Missionsgebiet. Scheiße. Was ist das? Ja, oh, auch grüne Blätter. Und was ist das für ein Gestank? Ist ja wirklich nur der eine. Oh mein Gott.
Was ist was los hier, hä? Habe ich den jetzt deaktiviert? Da hat es schön so buggt. Scheiße, ich sehe nichts auf der Karte. Oh mein Gott. Da ist was los, oder? Erstmal auf dem Wachturm da drüber den anderen ausschalten. Was zur Hölle macht da so Geräusche? Ich bin völlig durchgeschwitzt. Wenn ich nicht treffe, hast du es, gell? Das war heiß. Alte Scheiße. Oh, das ist aber eine bunte Schlange. Da ist noch einer. Ist mir am Fuß kratzen, da ist nochmal einer. Oh Mann ey, da ist schon was los in dem Lager. Jetzt ein Trink und ein Blowjob, hat er gesagt. Ich bin's nicht. Scheiße, ich komm nicht weiter hier. Fuck. Tun wir durch, kann ich auch nicht. Das war gut. Dann haben wir gleich noch ein bisschen mitzogen. Dann jetzt schnappen wir uns den dahin. Ich hab da was gehört. Das Maul. Oder nicht? Doch, da hinten. Scheiße, das sind mehrere Köder, oder? Diese Insel sinkt. Die sollte man mit Mann und Maus wegpumpen. Was ist denn das bloß? Läuft bei uns, Lady. Was geht hier? Das Drogenlager. Ich glaube, ich bin hier jetzt gerade wo ich noch gar nicht sein sollte. Ich glaube, ich muss erst den Dings.
den Dings platt machen da draußen. Sonst kommt wieder sie verlassen das Missionsgebiet. Bla bla. Komme ich von hinten an den ran irgendwie? Der Gestank ist eh nicht zum Aushalten. Scheiße. Der Kampf da drüben. Hey, wer da? Also, wo werden diese Lösegeldvideos gedreht? Findet den Mörder! Benutze und durchsuche das Gefängnis. Was ist das denn? Der hopft ja da hoch, bist du irre? Hat irgendjemand Leertaste drückt jetzt gerade? Nein. Alter. Hast du es jetzt dann bald bitte? Ganz dicht bist du. So, Muni, alles voll. Da liegt ein Medipack, nice. Wir plündern hier noch schnell. $8. Wow. Wow. So, Leute. Dann gehen wir mal weiter. Ja, jetzt müssen wir da unten rein. Lol, der Schwarze da im dunklen Keller, ey, ich hab nix, ey. So gut durchkommen, dann mache ich so einen Scheiß wieder. Also, wo ist diese Lösung? Hier, Engel! Schreibt ihn aus der Höhle! Ich komme! Wo ist er? Ich krieg echt Plack!
Überall Money, Money, Money. Ich sehe lieber mal nach. Er rennt zum Gefängnis! Treibt ihn aus der Höhle! Ich konnte irgendwie, glaube ich, durch das Geländer nicht durchschießen. Wehr dich doch! Na los! Lisa! Dicke Scheiße! Lasst mich nicht... Umsehe da, ne, dass er na, Shotgun wäre auch mal noch was Geiles, gell? Gerade wenn wir so ein bisschen im Nahkampf sind, ist sie eh besser. Ja, Leiche plündern reißt echt nicht wirklich aus. Ich komme, Lisa! hat er nur ein Orgasmus-Kit gerade, Kerl? Also Kiste bringt's echt, aber die Leiche bündeln. Naja. Naja. Munition haben wir. So, jetzt schauen wir mal. Wer oder was sich hinter dieser Tür verbirgt? Oh, ein Relikt. Oh, ich höre einen Tiger. Nur ein Video. Sie ist nicht hier. Nein. Scheiße. Nein. Ich will, dass du sagst, Mom, Dad. Mom. Dad. Wie krass. Ich liebe Wie euch. Krank. Mom. Dad. Ich will nach Hause. Das war sehr schön. Und jetzt mach's nochmal. Nein. Junge Emotionen. Du kannst es doch an wieder los. Nein. Jo, was? Die Jungs haben gerade den Punkt auf der Schmerz. Benny. Ich drehe einen Film, okay? Du musst echt abhauen hier, Mann. Die verdammten Idioten sperren dann den Was? Wo bist du? Boah, bin ich erschrocken. Alter. Wow. Wow. Ja, Leute, dann sind wir mit dem Part am Ende hier. 22 Minuten, 23 Minuten. Ich würde sagen, passt. Obwohl, die Geschichte, die kann ich jetzt fast nicht unterbrechen. Oh nein, wir sind wieder gefangen. Oh nein. Und der kleine Bruder, schau da. Wer hat dich tätowiert? Geh dich ein Scheißträger. Ich will wissen, wer das gemacht hat. Geh dich ein Scheißträger, hab ich gesagt. Sie treffen vielleicht meine Schwester, diese Ratte? Ha? Nein. Und jetzt bist du einer von uns? Denkst du, du bist jetzt wie ich? Ha? Der California Boy ist geil auf das... Das Dschungelfieber. Meine Schwester kriegt eine Kugel durch ihren Kopf gejagt. Genau wie bei deinem Bruder Grant. Der hat es im Hals und nicht im Kopf. Du bist sauer, Jason. Du bist sauer. Warum? Okay, verstehe ich. Verstehe ich. Ich meine, ohne Familie, wer sind wir denn? Früher hätte ich alles getan für meine Schwester. Ich habe sogar getötet für meine Schwester. Aber das hat ja nicht gereicht. Nein, 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 bitte. Du weißt, wie das mit der Familie ist, oder? Die verdammte Familie! Die bringen Dinger, das hättest du nie gedacht, jedes verdammte Mal! Dann sagen sie zu mir, was? Was? Wer verfickt doch mal ist dir wichtiger? Die oder ich? Ich oder die? Als ob die denken, dass ich mich entscheiden müsste. Übrigens, dein Feuerzeug ist scheiße. Hätte doch so schön gepasst. Wirklich zu blöd, dass Citra dich tätowiert hat. Jetzt reicht es nicht, dich zu töten. Man muss dich auslöschen. Ist okay. Nicht weinen. Ist schon okay? Jason, ich schwöre bei Gott, Mann. Es ist wunderbar, dass du bereit bist, für deine Liebste zu sterben. Bruder hat er mitgenommen.
Tja, Leute, aber wie das Spektakel weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao, ciao.